Musik aus. Und wir legen los. Leider kein Ingame-Sound. Das gebe ich mal weiter. So, Ingame-Sound. Okay. Schauen wir erstmal den Aufbau. In der Mitte gab es ein bisschen Stress. Interessant ist, dass man Hobbit alleine über den Underground schickt. Dass das Gute an der ganzen Sache ist, weil man ja Erlangen so schnell eingenommen hat, geht man jetzt in die Toiletten. Das ist, könnte nach so einem Standard-Rundlauf aussehen, wo sie einfach schon Underground-Kontrolle haben, wo sie nicht überrascht werden können. Aber sie wollen doch auf den A-Spot drauf, spielen das innerhalb der Toiletten aus und da kann CHZ halt einfach gar nichts sehen. Das ist ein sehr explosiver Go auf den Spot. Trotzdem macht CHZ den ersten. Guter Peak-Shot gegen Doja noch dazu. Jetzt fehlen so ein bisschen die Follow-Ups von Gambit, um wirklich Raum zu bekommen auf dem Spot. Die Bombe auch noch down. Inzwischen ist der Rest vom Five Power Club auch nach oben gegangen. Mo nimmt das Ganze in die eigene Hand. Und was war das bitte noch für ein Shot von Hobbit hinterher? Jetzt ein One-on-Two für Kabal. Die Bombe immer noch unglücklich down. Er wird gesehen und jetzt gehen sie beide nach vorne. Gut gespielt von Gambit. Gemeinsam agiert. Und als man merkt, man kriegt den Kill nicht direkt, weiß man zumindest, jetzt haben wir den Freiraum, um die Bombe zu legen. So, Plant geht durch. Kabal hat kein Kit. Eventuell liegt noch irgendwo eins rum. Und ja, da ist ein Mode zur Stelle. 1:0 für Gambit Gaming. Obwohl Five Power hier 2 Kills machen konnte, während Gambit auf den Spot gelaufen ist, ohne einen Spieler zu verlieren, kann Gambit das Ganze nochmal drehen. Vor allem, weil Mo einfach 3 Kills rausgehauen hat. Und dabei so aggressiv war, dass Five Power sich nicht getraut hat, weiter zurückzugehen. So, und wir sehen den Force-Buy von Five Power. PTC ohne Kevlar. Eventuell lässt er genügend Geld drin, um eine AWP zu kaufen. Schneller Kurzpush von Hobbit, aber nur ein Kill. Ja, da kommt Xiaso gerade so weg. So, aber wird auch noch geholt. Doja hinterher. Also den Druck aufrechterhalten mit 2 weiteren Spielern an Kurz. Und jetzt haben wir ein 2-4. Bombe wird auf B in den nächsten Sekunden gelegt. Oh, gut gewartet. Geht die Runde mit der Aktion vielleicht nochmal auf? Ich glaube nicht, weil man kann mit dem Molotow da hinten nochmal abblocken. Man smokt nochmal oben nach. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die gerade ein bisschen verunglückt ist. Nein, sie ist angekommen. Und ich denke, dass die beiden Five-Power-Spieler hier CHZ und PTC einfach nur versuchen werden, noch ein paar Exit-Tracks zu sammeln. Aber bei Fitch ist dann schon Schluss. Einer geht nach unten. Sie sind echt nochmal in den Retake reingegangen. Okay, kann man mal machen. Aber sie hat noch ein Kit dabei. Also, und Gambit geht also mit 2:0 in Führung. Und jetzt sollte die eigentlich einfache Runde kommen. Und sie machen meiner Meinung nach einen Fehler. Und zwar 3-mal MAC-10. Und vor allem haben sie die 2-mal nachgekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Und das bedeutet, das Geld, was sie da gerade für die MAC-10s ausgegeben haben, das können sie nie im Leben wieder reinholen. Weil man braucht 3 Kills. Okay, sagen wir 2 Kills, um die Waffe rauszuholen. Aber 6 Kills kannst du in der Runde halt nicht machen. Dieses 2-2-2. Sie machen zwar hier viele MAC-10-Kills. Adrian hat seine 3 Kills gemacht mit der MAC-10. Aber der Upgrade jetzt auf die AK, der macht natürlich Sinn. Denn auch der Five Power Club kann jetzt kaufen. Und da habe ich auch schon eine AWP gesehen. Ich denke, die ist bei PTC, jawohl, und der läuft erstmal in Richtung Mitte, der Klassiker. Kurz mal schauen, ob man in der Mitte schnell einen Pick setzen kann. Und einer darüber hüpfen sehen, dieses kurze Zucken zur Seite hat sie uns verraten. Gambit baut sehr breit auf und zielt eigentlich nur ab und schickt einen Hobbit dann mit der MAC-10 nach vorne. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Kein guter Re-Pick hier von PTC. Die AWP also down, ohne dass sie einen Kill gemacht hat. Im Normalfall zieht man sich nach ein paar Sekunden zurück und da gewinnt auch Mo sein Duell gegen CHZ. Ja, auf der anderen Seite wird an B jetzt schon ausgeschlossen und seht euch an, wo Hobbit gammelt. Ich glaube nicht mal, dass Kabal das abziehen wird. Er schaut kurz hin, aber das ist nur ein Alibi-Check gewesen. Ja, und da kann Hobbit mit seinen 10 HP auch noch einen zweiten Kill holen. Ja, nur noch Xiao einfach nur. Und der geht auch noch down. Hobbit macht mit 10 HP einfach 2. Insgesamt ein Triple Kill für ihn. Und die MAC-10 konnte er eben zu einer M4 upgraden. Mo hat davor schon die AWP, ich glaube nicht. Konnte jetzt wahrscheinlich sogar einfach eine mitnehmen. Das war eine sehr angenehme Runde für Gambit Gaming. Ohne viel Risiko. Einfach durchdrücken und GG. Also
Das ist kein allzu gutes Zeichen, dass das hier eine wirklich spannende Partie sein könnte. So, ne? Gerade mal schauen. Warum kriege ich da keinen Sound? So. Okay. So, Kabal. Ah, Headshot, Headshot. Oh, das ist eine starke Aktion mit der P250. Ja, aber jetzt nur noch Xiao und der läuft normal von unten hoch. Ist nicht zu machen. Tut mir leid. Also, wenn Gambit ist ein Team, das eigentlich recht wenig Fehler macht, könnten sich in der Situation jetzt ein bisschen übermütig fühlen, aber sie haben ja den Spieler hinten dann kurz, Hobbit, der den Underground abzielt. Und jetzt schon ziemlich genau weiß, dass da wahrscheinlich nichts über den Underground kommen wird, weil der hätte sich Lex zeigen müssen. Und Xiao kriegt da gar nichts mehr zustande. Doja noch durch die Smoke. Zum 5 zu 0. So, F5 würde bedeuten, dass ich den Clean Feed mal neu starte. Ansonsten, gerade mal schauen. So, PTC. Hat wieder die AWP, ist diesmal an kurz, alles ein bisschen defensiver aufgestellt. Five Power möchte nicht mehr offensiv versuchen, das Ganze anzugehen. Sie haben einen kleinen Turm gebaut, ich vermute auf dem B-Spot. Ja, und da gab es einen Kill von Adrian, aber der wird von Doja noch niedergemäht. Also da ist Doja anscheinend ein kleiner Geheimagent, der für den Five Power Club arbeitet. Denn dieses One-for-One im Endeffekt beruht nicht auf dem Damage, den Five Power gemacht hat, sondern rein auf dem Schaden, der von Gambit ausging. Und ja, Fitch macht das, wofür bezahlt wird, Headshots geben. Einfaches Duell an Alang für ihn und geht auch gar nicht richtig rein gegen den Spieler, der da unten steht. Hat ein ziemlich gutes Timing, um hier durchzukommen. Was der für Timing hat. PTC wird gesehen, starker zweiter Schuss von ihm vom Schild. Kommt nochmal in den etwas defensiveren Winkel. Das geht Gambit jetzt sehr langsam an. Unterzahlsituation, die sie jetzt wieder ausgleichen konnten. Sie haben sich erstmal um Kabal gekümmert, der an der Bank war. Dritter Frag von PTC und Mo bringt es dann ins 1 gegen 1. 24 Sekunden. Und Xiao, ist er schon gehört worden? Nee, ist er nicht. Mo weiß nicht genau, wo er Xiao vermuten soll. Mit dem Fake Plant entscheidet er sich dafür, hinter dem LKW zu legen. Mo geht rum und Mo macht es 6 zu 0. Ganz starke Runde von PTC, vor allem der zweite Schuss gegen Fitch an Alang war extrem schnell geschossen, extrem schnell reagiert. Das zeigt auf jeden Fall das Potenzial, dass er mit der AWP vielleicht mal so ein, zwei Runden carryen könnte. Aber bisher fährt Gambit einfach ohne Probleme drüber. So, ich muss auch eine Sache checken. Ah, die kann ich jetzt so nicht machen. Werde ich mir dann nach dem Match kurz anschauen. Okay, also woran das jetzt mit dem Sound hängt, weiß ich nicht genau. Ja, ganz guter Peak, aber erst jetzt gibt es einen Kill von Xiao. Das ist ein B-Split von Gambit. Es sieht jetzt ein bisschen einfacher aus als vorher, wo sie einfach an jeder Stelle ihren Frag bekommen haben. Spielen das schön kompakt in der Anti-Eco, wo sie eben auch sauber traden können. Und da sehe ich doch die Doppel-AWP beim Five Power Club. Wen haben wir hier? CHZ und PTC. Beide jetzt am langen Gerät und die... Wie bauen sie auf? Erstmal Mitte. Beide an A. Ach. Also erstmal kriegen sie den First Frag durch CHZ. Es muss nichts Schlechtes sein, dass sie jetzt beide an A stehen. Eine AWP an der Lang zu vermuten macht immer Sinn, dass CHZ jetzt damit einen Kill gemacht hat. Da kann die, da
könnte man auch schon vermuten, dass eine Doppel-AWP gespielt wird. Ich denke, dass Gambit das Spiel da on the fly anpassen kann. Sie kriegen erstmal Kontrolle über Alang. Sie kriegen auch die Toilettenkontrolle von Alang aus. Müssen allerdings immer noch an CAZ vorbei, der mir ein bisschen zu offensiv steht. Dafür, dass ich sein Mate an Alang schon zurückziehen musste. Und PTC, ja, da ist CAZ down. Es gibt nochmal einen Anschluss von PTC, aber Dobo fällt ebenfalls. Der Underground-Spieler geht da sehr früh nach oben. Ist eigentlich eine perfekte Situation, um sehr spät in den Rücken der Gegner zu fallen. Das könnte jetzt natürlich wieder dazu führen, dass große Deckungslücken entstehen, so wie die hier gegen PTC. Xiao konnte nicht aushelfen, weil er schon abgesmoked war. PTC hat nicht auf dem Schirm gehabt, dass da schon einer lang durch sein kann. Und das bestraft Gambit halt so hart. So, jetzt hat Xiao hier eine super Position und kriegt keinen einzigen Kill raus. Und Adrian mit dem letzten auch nochmal nach hinten in den Underground abgezielt. 8:0 für Gambit. Und selbst Runden, in denen sie sich durch Kleinigkeiten wie so eine Doppel-AWP dann überraschen lassen. Und das Kleinigkeiten setze ich mal in Anführungszeichen. Ist eigentlich schon eine große Sache, auf ein Doppel-AWP-Setup zu wechseln. Sind für Gambit einfach gar kein Problem. Und die Stimmung natürlich ausgelassen. Also Gambit, ich habe das Gefühl, die können das hier auch schon fast als Trainingsspiel ansehen. Aber es geht nun mal um gutes Seeding für die Playoffs. Sich direkt fürs Halbfinale zu qualifizieren, bedeutet natürlich auch direkt etwas mehr Geld in der Tasche zu haben. So, und ja, da gibt es wieder einen Trade. Gute Flash hier gegen CHZ in den Toiletten. Zwei Spieler hier vorne an der Lang. Mo, super stark reagiert. Auch wenn hier Doja nochmal fällt, ist die letzte Position des Five-Power-Spielers bekannt. Ja, da will Hobbit vielleicht ein bisschen zu übermotiviert rein. Und der geht einfach durchs Feuer. Wie krass ist die Aktion denn bitte? 42 HP. Ich meine, es ist gehört worden. Deswegen schaut Adrian auch schon nach hinten. Das hätte fast was werden können für Dobu. Aber eben nur fast. Die Sache mit dem Molotow ist, dass sie ihn ja direkt abschneiden wollen. Und er geht einfach durch. Weiß genau, dass er vielleicht das Timing hat, um noch einen Spieler zu holen. Dass es die Bombe gewesen wäre, wäre noch ein Bonus. Ja, und Five Power geht auch von der Doppel-AWP wieder zurück. Es ist ein bisschen schade. Ich denke, wenn sie hier mit irgendwas richtig Zugriff bekommen haben, dann waren es eigentlich AWP-Kills und mehr noch nicht. Und die Doppel-AWP war ja an sich auch kein schlechtes Mittel. Hatten ja mit CHZ direkt einen First Track. Hier zumindest einen Trade-Kill an kurz. Underground haben sie auch unter Kontrolle und ihr seht, wie Hobbit da direkt hinterher geht. Sofort das Duell sucht. Also macht gar keine Anstalten, da noch abzuwarten, ob vielleicht nochmal eine Offensivaktion von Five Power kommt. Es ist ziemlich klar für Gambit, wie das hier gespielt wird. So, Adrian lässt sich da von CHZ noch vernaschen. Der ganz gut mitspielt. Und jetzt auch mal eine Überzahlsituation für sein Team rausgeholt hat. Aber Gambit hat schon schlimmere Runden drehen können. So, Kabal. Ich weiß nicht, ob er das jetzt gerade gespottet hat. Und wenn er nicht aufpasst, wird er gebankt. Nochmal eine Support-Fläche. Aber was eine Reaktion von Hobbit. Wie konnte CHZ hier bitte gar kein Damage machen? Und Mo zielt noch den Monstergang ab. Also aus einem 3 gegen 4 macht Gambit schnell mal ein 3 gegen 1. Und PTC, der übt noch ein paar Bunny-Hops. Denn wirklich einfach wird dieser Retake hier nicht. Sondern da macht Gambit jetzt auch nichts falsch, sondern spielt ein bisschen langsamer, kontrollierter und Mo könnte jetzt hier einen ganz frechen Peak raus. Oh, und dann kommt Hobbit schon von unten hoch. 10:0 für Gambit. So. Okay, ich soll jetzt mal einen anderen Clean Feed probieren. Lass mich mal schauen. Ich gehe erstmal wieder auf die Kamera und dann probieren wir mal den anderen. Wie gesagt, viel verpassen wir da ja gerade noch nicht. Denn es ist ja eine sehr einseitige Partie. So, so, der funktioniert überhaupt nicht. Ich habe noch eine Idee. Interessant. Ich habe gar keinen Sound.
Aber das ist okay. Ich geh erstmal wieder ins Spiel und muss dann allerdings. Oh, ich habe eine Idee, woran das liegt. Okay. Werde ich nach der Runde testen, Leute. Die übrigens wieder so aussieht, als würde sie Gambit gewinnen. Welch Wunder! Es könnte ein 16-0 werden. Okay, jetzt holen sie wahrscheinlich genau diese Runde hier. Nein. So. Hobbit kann selbst veraimen und holt seine Duelle noch. So, okay. Gut, okay, also ich versuche jetzt gerade noch was. Eine Möglichkeit habe ich nämlich noch. Also ich hoffe, dass er den so öffnet. Er braucht ein bisschen länger als vorher. Ah, Mist. Und Sound habe ich auch immer noch nicht. Okay. Okay, wisst ihr, was wir da machen? Wir gehen einfach auf ein Go-TV. Denn ich weiß nicht, wo ich den Sound jetzt herbekommen soll. Also, da habt ihr jetzt Ingame-Sound. Und ja, aus dem 11 zu 0 macht Gambit hier gleich wahrscheinlich ein 12 zu 0. Sie stehen gerade ein bisschen verteilt. Also müssten sich jetzt erstmal wieder sammeln, bevor sie Doja mit seinen 17 HP da vorne auf den A-Spot gehen lassen. Und Hobbit wartet da sehr geduldig, ob da was von hinten kommt. Und das könnte die Gelegenheit für Xiao sein. Adrian hat ihn jetzt wahrscheinlich gespottet, schießt ihn an und easy peasy für Adrian. 12 zu 0. Und ich meine, Gambit spielt sogar Doppel-AWP-T-Seite. Und hier wird der Five Power Club halt einfach absolut überrollt. Das ist halt absolut insane. Die versuchen es jetzt mit einem interessanten 4-Mann-A-Aufbau. Hier steht CHZ jetzt nur alleine. Adrian hat aber seinen ersten schon bekommen und rechnet er noch, dass einer vorne steht. Also guter Schuss von PTC noch. Aber auch da wieder angeschossen. Super Spray. Wir gehen an der Mitte aber raus. Jetzt kommt Mo mit der zweiten AWP hinterher. Der ist natürlich der etwas bessere AWP-Spieler. Trotzdem eine recht ungewöhnliche Situation. Und in so einer Situation will sich eine AWP eigentlich nie aufhalten. Denn das bedeutet, dass man eben keine Standardwinkel. Vorne und vor für Hobbit und dann in der ersten Runde für den Five Power Club. Ehrenrunde, die Gambit dann mal so hergeschenkt hat. Vor allem, weil sie unbedingt Reflex machen wollten, auch wenn die Situationen an sich schon vorbei waren und eben nicht mehr so klar ausgesehen haben. So, Mo hatte null Deaths die ganze Zeit. Wow, okay. Na gut, es kann vorkommen. Er ist halt der Highlander. Es kann nur einen geben. So, und jetzt natürlich auch das Reset-Potenzial bei Five Power enorm, aber sind so oder so nur noch zwei Runden zu spielen. Die werden jetzt durchkaufen. Und zack, da ist CHZ zur Stelle. Ja, meine Schuld, 16-0 Call. Dreckig positioniert von PTC. Und auch Kabal hat noch einen Kill gemacht. Ich hatte es anfangs gesagt, die AWPs hatten den meisten Impact in dem Spiel. Ich denke, Spray Control von Five Power vielleicht nicht on point, zumindest nicht konstant.
Aber 2 gegen 5 darfst du jetzt halt auch nicht abgeben. Füße stillhalten. Vor allem solche Winkel von PTC könnten sehr gefährlich sein. Was man in so einer Situation gerne macht, ist so ein kleiner A-Play an kurz, um zu schauen, ob da nochmal umgestellt wird von Gambit. Die müssen natürlich irgendwann nach vorne gehen. 45 Sekunden. Ich meine, die haben noch einiges an Granaten. Warum nicht das Zeug einsetzen? Dann hat PTC eben verschossen und ein bisschen Damage bekommen. Und Mao geht langsam mit der Bombe auf dem Rücken. Am Monstergang. So, da kommt jetzt auch Adrian hinterher. Und Adrian mit dem Entry. Adrian mit dem zweiten. Direkt ist es wieder ein 2 gegen 2. Sogar HP-Vorteil für Gambit. 18 Sekunden. Ja, das ist ein easy Pick für Adrian. Der macht einfach noch den dritten. Zieht den Spieler oben. Bisschen viel gesprayt. Aber sie wissen eben, wo der letzte ist. Jetzt einfach nicht im Molotov vom Gegner verbrennen. Und Adrian macht da einfach ein 4K. 5 Power hat hier überhaupt nicht zusammengespielt. Adrian geht raus. Der erste fällt, der zweite Peak gefühlt 1 Million Jahre danach erst rum. Und jedes Duell, das Adrian hatte, war immer ein 1 gegen 1. Er hat nie 2-on-1 gestanden. Und das heißt, das ist für Adrian natürlich, das ist ein Geschenk, das nimmt der dankend an. Er hat eine Laudatio vorbereitet für sowas. So, Nate rein, Fußhit gegen Mao. Der zuckt nur kurz. So, und Adrian. Er ist im Underground drin. Hobbit wieder an kurz zu einem Kill bekommen. Das ist jetzt gefühlt das 18. Mal, dass das passiert. So, Fisch weiß, dass hier oben jemand steht, der veraimt, aber schöne Aktion von Xiao. Und der holt auch noch einen dritten. Das ist sauber geaimt vom jungen Chinesen. Und das war ein netter Flick von Mao. Also muss er viel korrigieren. Starker Schuss. So, Adrian hat das Problem. Oh, Adrian. Das war riskant. Waffe in die Hand. Und er checkt es nicht. Er checkt es nicht. Dadurch kommt Dobo nochmal zu einem 17 HP bei Mao, die er ganz am Anfang in der Mitte bekommen hat. Gegen 2. Und das aus einer Position, wo er wirklich in 180 Grad reagieren muss. Vielleicht sogar noch mehr, wenn er mit dem Underground rechnet. Er kriegt erstmal wieder eingeschenkt. So, und dann entscheidet er sich kurz in die Deckung zu gehen. Er hat den Gegner schießen hören und jetzt ist es eine Timing-Angelegenheit. One-on-one. Säule wieder ausgespielt und PTC sieht drum. Es gibt noch eine zweite Runde für den 5 Power Club. 2-13, also zur Halbzeit. So. Ich mache den Clean Feed nochmal an, dann kann ich euch in kleineren Pausen vielleicht noch ein paar Eindrücke von vor Ort zeigen. Allzu viel haben wir da nicht gesehen. Und da geht's auch schon mit der Pistol Round zur zweiten Halbzeit. So. In der Mitte hat Adrian erstmal nichts gesehen. Schöner defensiver Winkel und klick, klick. Der erste weg, der zweite weg. Ah, der dritte auch noch. Dann erst wird er vom PTC geholt. Die Doppeldeckung im Underground erfolgreich noch dazu. Und ein PTC im 1 gegen 4 hat gar nichts zu lachen. Fitch macht nämlich auch noch eine starke Aktion von Adrian da. Schöne 3 Klicks und das 14-2 für Gambit. Die Jogginghose langsam ausgezogen haben. Und sich hier anscheinend auch sehr wohlfühlen. Ja, und Gambit nimmt durch solche, sag ich mal, kleineren Events auch gerne ein bisschen Erfahrung mit. Da noch Mao. Adrian hat vorhin in der Mitte wieder Kills gemacht. Ja, Mao muss ein bisschen aufpassen. Gegen Dobu passt sein Timing noch nicht ganz, aber sie versuchen ihn direkt zu bangen. Also der spürt direkt den Druck, dass seine Position bekannt ist. Und da wartet Hobbit mit dem Messer. Oh, das ist halt so dreist. Also sie haben die Mitte ja schon offen gelassen. Holy Quacamole. Das Easy in Adrians Namen steht da nicht ohne Grund. 15-2 und es sind 13 Map-Bälle hier für Gambit Gaming.
Da, ich denke, die werden schnell Feierabend machen. Da wird's, das ist eine absolute Überfahrt. Ich sehe hier gar keine Chancen. Für Five Power da noch irgendwie ranzukommen. Einfache Deklassierung. So, ja, Fitch noch mit dem nächsten. Jetzt sind sie B schon durchgepusht. In der Mitte hat Xiao eventuell das Timing seines Lebens. Ja, PTC hat noch einen dieser Pusher eben aufgehalten. Sie pushen aber auch im Underground weiter vor. Also überall geht Gambit nach vorne. Vergessen dann natürlich auch nicht nach hinten zu schauen, falls sie umlaufen werden. Und ja, PTC alleine. Und selbst das hier hat gerade ein bisschen lang gedauert. Wobei das von der Leiter hüpfen manchmal ziemlich eklig sein kann. Lässt er die Bombe oben noch liegen? Ja, Fitch. Kurzer Jump und er geht auch einfach runter und da haben wir jetzt 16 zu 2 gewinnt Gambit, ja, also gegen Five Power hier in der ersten Map. Die zweite, die dann kommt, ist Cash und das ist, das könnte wahrscheinlich direkt, oh, Entschuldigung Leute, das könnte natürlich direkt wieder so ein eindeutiges Ding werden, ja, also. Zumindest hat